Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, es ist wieder Sword Pixel Time. Yay! Und hallo Kitty und hallo Gucci. Freut mich und alle anderen da draußen, die schon da sind. Und danke Gucci, ich werde es mir notieren. Und heftiger, Hallöchen. Ihr seht mich hier gerade im Schwimmbassin sozusagen, weil ich hatte gerade eine Begegnung der unbeliebten Art. Während ich hier so stand, ja? Und, übrigens, hallo Christa. Hallo, hallo. Christa, mit mir ein wenig redete, tauchte hier so ein schicken Zombie-Gespann auf. Und auch sie hatte es gerade erwischt und hatte sich gefragt, wie geht das? Und ja, das war so ein schicken Zombie. Mhm. So einer auf dem Hühnchen. Und der griff mich dann auch schon. Und wie ihr sehen könnt, wie gesagt, ist auch Christa dabei, ihre Skillpunkte zu machen. Und da, ja, ist doch mal nicht schlecht. So. Hast Eisen? Kannst du Eisen schon benutzen? Mittlerweile habe ich alles auf 5. Okay. Und Magie auf 10. Dann könnte ich dir ein Eisen geben. Sehr gerne. Das geht dann ein bisschen hurtiger. Ja, gucken wir doch mal. Wir machen mal. Ich brauche nämlich auch wieder ein langes. Ja, einmal. Und noch einmal. Meinst du, das ist auch schon fast abgebrochen? So, dann überreichen wir ihr mal das kleine Schnitzelmesser. Vielen Dank. Bitte, bitte. Wow. Yay, jetzt siehst du richtig gut aus. Wie ein Samurai. Sehr gut, dann probieren wir das doch gleich mal aus. Das ist gut. Du brauchst einfach nur gedrückt halten. Das macht das ganz alleine. Sehr schön. Hey. Weg da. Taka. Jetzt könnt ihr nämlich mal sehen, wie es aussieht. Ja. Warte mal, ich setze mich mal hier hin. Ich werde mal beobachten, wie das nämlich aussieht, wenn man diese Dinge benutzt. Oh je, unser Hühnchen ist schon wieder getötet worden. Von einem Plagegeist. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Und ihr hattet einen schönen Tag. Hier war er nämlich sonnig und warm und richtig angenehm, Mike. Na gut, wenn man von den paar Tropfen Regen mal absieht. Ist auch wieder. Ah ja, dann sei. Oh, Hühnchen kommt wieder. Okay. Mark. Aber die Rucksäcke sind cool. Ja, die sind so praktisch vor allem. Man kann sie zwar nicht alle aufsetzen, aber man kann sie zumindest zu Hause stapeln. Und vergrößern. Ja. Und noch jede Menge andere Sachen da reintun, noch Upgrades und so. Genau. Also bei mir war es ja jetzt mittlerweile so, dass ich jetzt mittlerweile meine großen Rucksäcke auch tragen kann, weil da sind wir ja überall auf 10 schon. Mhm. Und Geldpunkte. Okay, die hoch, jetzt habe ich aus Versehen die Fans. Ich wollte ja eigentlich Farming machen. Nee, ist nicht weiter schlimm. Okay, also. Auf jeden Fall sind wir die Fans. 10, Gathering 10, Mining, Attack, Building und Agility. Und mir fehlen jetzt noch Farming und Magic. Jo. Auf 10. Da kann man dann schon ein bisschen mehr anfangen. Genau, da kann man ein bisschen mehr anfangen. Ja, ich habe, wie gesagt, eine so eine Magic-Waffe, ja, die ich mit Level 25 aus nutzen kann. Also, da kannst du dir vorstellen, die hat aber wenig eigentlich mit Magie zu tun, sondern ich zeig dir mal, womit. Warte mal. Ich glaube, ich habe den sogar mit. Okay. Wir starten Kürbis-Hexe, ja. Und das ist ziemlich aufwendig, weil du brauchst immer dieses komische Arkane-Puder oder was das ist. Und ich hatte Glück, dass Rio noch genügend hatte.
wo ich dann zumindest schon Okay. mal ein paar Sachen machen konnte. Cool. Ja, das will ich mir auch noch besorgen. Dieses arkane Puder brauche ich ja für meine komplette Magie dann später. Genau, und weil man kann ja die ganzen Sachen dann auch noch höher kriegen. Ja, Da ist genau. mal mein Künstler. Unsichtbar machen. Und hallo Chef-Cosplayer, seit 14 Monaten dabei. Kann heute leider nicht dabei sein. Oh, schade, Chef-Cos. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, du weißt schon wofür. Würde dich. Dicke, 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 dicke. Wie gesagt, vieles dickes, dickes Dankeschön. Du weißt schon. Konnichiwa, genau. Siehst du, Gucci, du kriegst Konkurrenz. Du hast jetzt noch so einen japanischen Samurai hier. Ein schickes Kostüm. Guck mal. Ich zeig euch das mal. Seht ihr das? An der Seite. Das sieht richtig. Mal einmal drehen. Danke dir, lieber Chef. Ja, wie gesagt, Christa kennt ihr ja quasi immer ohne Samurai-Kostüm, ne? Durch die Videos. Da kann man gut die Maden in Pommes schnitzen, ne? Richtig. Wenn man sie in den Ofen tut, kann man sie sogar essen. Ja. Ich habe ja gehört, dass man vielleicht. Ich finde das so ein bisschen schade. Wir hatten nämlich beim letzten Mal bei Sword Pixel 1. Oder war das 2? Da hatten wir so eine Angel-Gedöns-Map drauf. Ja. Angel. Und da konntest du die Würmer halt nehmen mit Angelkoffer und so. Das Und wäre natürlich auch praktisch. ich weiß, dass irgendwelche von den Mobs, von den Alex-Mobs halt diese Würmer brauchen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, welches Tier, aber ich habe ja Zeit. Wir können ja mal gucken. Also Grizzlybär war klar, der braucht Honig. Roadrunner. Rattlesnake. Ja, die müssen wir mal gucken. Also da kannst du nämlich richtig schnell über Sand rennen. Knochenschlange? I. In the deep lava. Okay, im Nether. Okay, die brauchen wir nicht. Gazellen habe ich ja schon die ganzen Hörnchen. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen können. Dum, dum, dum. All members of a group will attempt for free Ranger. Ja, das merke ich auch jedes Mal. Wenn ich einer angreife, rennen die anderen alle weg. Und die können richtig schnell rennen. Und das sind, na, so rar finde ich die Hörner gar nicht. Diese Hörner kann man. Brute Speed 2 Potion. Ankommen Speed 3. Also, das ist für Zauberei, für Tränkebrauen. Machst du da irgendwas mit? Nee, ich mache die andere Magie ohne Tränkebrauen. Okay. Ja, dann Mit drehe ich den das. Büchern und so. Dann drehe ich das Diener an am besten. So, dann haben wir hier die Kroko-Dinger. Also, Krokodile können gefüttert, also können vermehrt werden mit rotten Fleisch. Das ist schon mal interessant. Bis jetzt habe ich sie ja immer nur umgebracht. Ja, wir hatten einen Oh, dann wunderschönen Tag. können wir hier ganz viele Krokodile Ja, vermehren. die sind unheimlich nett. So, dann legen die Eier. Und wenn du Eier, also wenn du Eier kaputt machst, ist das nicht wie bei den Schildkröten, sondern die werden richtig aggressiv. Die werden auch so aggressiv. Mal schrecken. So, wenn du aber diese Eier hast, also quasi abbaust, dann. Oh, dann Kann man sie kann braten? das Babykrokodil geprägt werden auf den nächsten Spieler, also wie so ein Strauß. Weißt du? Ah. Er wird die Umgebung seiner Geburtsstätte von Monstern freihalten. Das ist also praktisch als Haustier. Dann hast du nie wieder Mobs in deiner Base. Nicht das Verkehrteste, so ein Koko als Wachhund. Ja.
Warum nicht? Und dann habe ich ja schon die Schuppen und da kannst du halt, wie gesagt, Klamotten machen. Da kannst du besser, also schneller schwimmen mit. Das ist Ist auch praktisch. Wie die. Wenn eine Fliege in den Nether fliegt, dann wird aus dieser kleinen süßen Kreatur ein monströses Crimson Mosquito. Igitt. Ja. Ach so. Also, pass auf, wenn du die Fliegen tötest, also du kannst die vermehren mit Rottenflesch. Wenn du die aber tot machst, dann droppen die auch diese Maden, die kleinen. Und Fliegenmaden kann man nehmen, um andere Kreaturen zu vermehren. Like, also Rotranners, Kapuzineraffen und in a pinch Light Snack. Ach, du kannst sie auch essen. Ja, in den Ofen und rein damit. Ja. Okay, Kolibri. Da wollte ich mal so eine Kolibri-Feeding-Station machen. Ich habe ja Sonnenblumen, Copper haben wir auch und eine Flasche haben wir auch. Kann man das Schwert irgendwie reparieren? Das ist fast kaputt. Ich kann dir ein neues machen, wenn du. Ich habe genügend. Hast du noch, Ja. oder willst du mal ein anderes probieren? Hast du noch mehr? Ja, ich kann dir auch mal was anderes geben. Das ist übrigens von den Waffen, von den Eisenwaffen, die stärkste. Wow. Hier. Guck mal, was die für eine Angriffsdings hat. 11. Attack. Jo. Wow, 11. Hackebeilchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann schauen wir mal. Also, Kolibri. Wasserbattel und Sugar in order to becoming birds in Australia. Okay, die vermehren nur. Die Pflanzen. Ein Orca. Die sind nicht so freundlich. Ja, das habe ich gemerkt, ja. Das war's mit dem Schwert. Jo, das ist ja noch das Hackebeil. Das habe ich dir wieder zurückgegeben. Ich dachte, ich soll es mir angucken. Oh. Hab's dir doch extra gemacht. Ach Ich hab so, noch ganz danke viel schön. Eisen zu Hause. Okay. Sonnenvogel, der interessiert mich. Weil der macht immer so viel Lecks, wenn du ihn hast. Sonnenvogel, wie so ein Phönix. Ja, der Phönix. Also ich habe noch nicht gesehen diesmal. Ich habe aber die anderen gesehen. Komischen Drachen, die mich dornt. Die Maden haben Kann man Vitamine, die? meinte Gucci. Also die Bananen, Na, wie lecker. gesagt, die Gorillas weiß ich. Da brauchen wir aber Bananen für. Bei Breaking Jungle Leaves. Das Problem ist, dazu brauche ich wieder. Also pass auf, wenn du die Alex-Mobs machst. Wir haben momentan ja nur die Mottbäume. Du musst also die Samen, quasi wenn du eine normale Eiche haben willst, nehmen wir mal an, du willst eine Eiche haben, dann kriegst du einen Eichensamen, eine Eichekapsel, und die musst du in den Ofen schmeißen und dann kriegst du den Setzling, den du brauchst, damit du ein Java, also ein Vanilla-Bäumchen machen kannst. Weil nur mit Ah, den okay. Vanilla-Bäumchen kannst du mit den Samen zum Beispiel, ich habe auch schon Elefanten mit Sattel. Kannst du diese speziellen Pflanzen kriegen, die du brauchst, um diese Tiere zu dressieren, zum Beispiel. Okay. Also ein Elefant zum Beispiel mit Akazienblüten und die droppt halt nur der normale Akazienbaum. Und hier sind ja auf dem Server die anderen. Na, hat Kupa mir dann verraten, man muss halt nur die Kapsel nehmen und die in den Ofen schmeißen. Hast du die? Die rote Sehr Mücke, Igitt. praktisch. Aber da kann man sich dann halt auch sowas machen. Ey, das wird noch richtig interessant.
Klapperschlange, Enderbärtier. Ich finde den Ender, das Enderbärtier gut. Hört sich an wie Schon ein, Dönertier. schon allein der Name. Rottenflash. Also wie gesagt, auch dieses Rottenflash nicht wegschmeißen. Und falls es einem ausgeht, hier in der Kiste ist genug drin. Jo, genau. Ja, also wie gesagt, man kann eine Menge machen. Da. Ich höre zu, aber ich spiele was. Ja, mach doch. Ach, gerne. Wie gesagt, du, Kitty, du hast auch noch die Möglichkeit, auf den Community-Server zu kommen, ne? Also wenn du Minecraft hast. Musst halt nur in Discord kommen, dein, wie gesagt, die Serverregeln akzeptieren. Ingame-Name, ein B oder J davor, jeweils dafür die Version, in der du spielst. Bedrock oder Java. Und IP und so findest du da auch. Hast du einen Monat auf dem Community-Server spielen? Hast du gestern gewonnen? Oh, Meister Harm. Den kenne ich noch. Meister Harm, wer ist Meister Den habe ich schon kennengelernt. Der möchte gern anders genannt werden, aber ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Harm? Ich bin so schlecht im Aber Namen nicht merken. Skeletto oder so? Nee, Skeletto ist Skeletto. Okay. Oh, Christa Kirik. Muss ich Der mal ist auf gucken. jeden Fall Pass dabei, die auf, die kommt von Stadtmauer zu hinten. bauen. Ja, ich guck mal kurz. Das ist. Vergesst das nämlich auch immer. Weil Silver Wolf ist ja dieser Hundi. Der Silver Sky Knight. Was war denn noch hier? Kirito ist Kirito. Wer ist der Meister? Kaum. Ich muss. Wir gucken einfach mal in der Whitelist. Ach, Carsten ist das. Genau, jetzt wo du Ja. sagst, ja. Da. Okay, ich muss mal kurz was in den Community-Server ein Ding rein. Damit ihr die aktuellen Stellen. Aktuell. Höre Musik. Das ist. Hörst du keine Musik? Nein, habe ich auch. Ach so. So, okay. Also, es ist jetzt die 21.71. Bedrocker. Braun 21. Da, jetzt bin ich wieder ganz bei euch. Also ihr seht da, sie schlägt sich wacker. Ich kann ja noch ein bisschen Eisen holen. Mal ein bisschen Rottenflash mit. Oh, ich habe nur ein Level. Darf ich mal kurz, dass ich wenigstens ein zweites Level Ja habe, damit ich klar. wieder zurückkomme? Natürlich, kein Problem. Du kannst auch mehr als gucken. Er sieht ja Ist ganz gut. schön brutal aus, wie du das da machst. Ja. Ah, jetzt habe ich drei Level. Bis gleich. Bis gleich. Ubu Base. Jupp. Okay. Was macht dein Pflänzchen? Wächst. Magst du? Nein, ich will es nicht essen. Noch Hunger? Okay, sie möchte nur eins haben. Oh jo. Okay, dann stellen wir da eine Kiste auf und Fütterungsmaterial für mein Dieses kleines Ding.
So, okay, dann packen wir die Sachen rein. Ah, wir brauchen. Machen uns noch mal ein Kistchen. Ah. Unser kleines Wesen hier auch füttern können. Ja, die muss ja groß gepackt werden. Okay, dann schauen wir mal. Wir hatten ja noch ein bisschen Eisen durch. Ah, Eisen geht auch langsam zur Neige, aber das macht nichts. Das können wir später aus. Ah, voll ist ja. Da können wir noch allerhand reinbringen. Okay, dann werde ich Taschen noch einmal. Kabel. Kohle, Kohle hatte ich. Ah. Die Hälfte hin und da. So, dann haben wir gleich das fertige Eisen. Dann können wir da nämlich schon mal die Flaschen da reinschmeißen. Wow. Weil dann kriegen wir nämlich auch Level. Okay. Machen wir nämlich schnell mal kurz die Flaschen. Dann machen wir nämlich mal die Dings da belasten. Oh. Bitte, bitte, gern geschehen. Wie gesagt, das gilt auch für alle anderen. Wie gesagt, wir hatten gestern 11, die Glück hatten gestern. So, dann kann das in der Zeit da machen. Wir haben neues Eisen. Oh, ist das warm hier. Okay, neues Eisen, neues Glück. Bin gerade noch an. Was mitbringen kann. Weil sie hat ja gesagt, mit Büchern will sie machen. Also kann sein, dass sie das hier zum Beispiel oder Manuskript oder sowas halt. Ink. Okay. Dann schauen wir mal, ob die was haben will. Also. Okay, dann. So, dann gehen wir mal wieder hin. Ui, Wuppdiwupp, bin wieder da. Willkommen zurück. Jo. Ich habe noch ein bisschen Eisen auf Vorrat mitgebracht. Sehr gut. Dachte ich. Weil das ist halt der Nachteil, dass ich das hier immer relativ schnell aufbrauche. Ich habe notfalls, glaube ich, auch irgendwo einen Amboss drin. Bei, nee, habe ich. Aber Kohle habe ich. Normales Zeug habe ich. Und noch da sind auch noch vier. Bestens ausgestattet. Jo. Ja, wir können ja noch mal ein bisschen mit dem Schwimmreifen rum. Es macht hungrig. Das ist der einzige Nachteil. Oh. Ja. Ah, oh, dieses Fackeln verteilen. Oh,
kenne ich. Das Problem habe ich auch immer. Oh. Tina hat, glaube ich, meinen Zyklopen gefunden. Gegen den kam ich nämlich schon nicht an. Also ich habe ja zwei mittlerweile gefunden. Oh, diese haben es richtig. Aber mein Sonnengott, den muss ich noch erledigen. Aber da brauche ich halt den Bogen. Ich brauche einen sehr guten Bogen dafür. Mhm. Und ja, da mache ich mich dran, den Sonnengott samt seiner Sippschaft und den Sonnentempel zu erobern. Ja, der ist nämlich genau hinter meiner Base. Oh, ja, ja, das geht ja mal gar nicht. Der ist richtig. Vor allem die sind voll lustig. Die quatschen immer dir ins Ohr. So, das die ganze Zeit und dann diese Musik dazu. Wow, Wahnsinn. Kopfschmerz. Da, jetzt schauen wir doch mal. Ich guck mich mal ein bisschen um, vielleicht. Ich denke mal, Stino ist wieder unterwegs. Sollte ja sein. Ich bin auch fast fertig. Ja, ja. Ich laufe mal einmal nach oben und dann komme ich. Frischluft schnappen. Ah. Oh. Frischluft. Hier wohnt das Hündchen. Auch schon ein richtig schönes Häuschen gebaut. Was ich so cool finde, sind, ist diese Wassermühle. Er hat hier ganze Maschinen. Schaut mal. Es ist eine richtig tolle Maschine. Kann gerade nicht. Aber die ist sehr heiß. Da wird mir oder hier auch mit diesen. Da könnte er denn Holz sägen lassen. Steine, glaube ich. Finde das richtig. Irgendwo gibt es auch noch irgendwas mit dem Wasserrad. Noch irgendwo noch ein Wasserrad. Da. Schaut mal. Das bewegt sich ja alles. Das finde ich so total faszinierend. Ja. Aber leider ist das Hündchen, glaube ich, auch unterwegs. Da, dann gehen wir mal wieder runter und gucken mal, ob sie fertig ist. Scheint Hochsommer zu sein. Jetzt entweder ist es zu kalt oder zu warm. Man hat selbst hier. So. Okay, dann gehen wir mal wieder rein hier und dann schauen wir mal. Oh, mir wird schwindelig, wenn ich welche windeligen Treppen hier runter muss. Ach. Huch. Geh weg, weg. Blödes Vieh. Naja. Immer die kleinen Marken. Ja. Hat man gedacht, man hätte sie alle erwischt und dann kommt noch eine um die Ecke. Ja, dann kommt eine um die Ecke gekrochen. Okay. Geh weg. So. Fertig? Habe fertig. Right. Kleinwicht nehme ich. Mehr jetzt. Peppern. Pepper. Also, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Skillpunkte wir haben. Also, bei Farming brauche ich jetzt 5. Okay. Ich mache mich dann mal wieder zurück in meine Base auf. Genau, wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas sammelst oder gesammelt haben willst oder so, ich habe so viel Zeug, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Ich sag also Bescheid, Manuskripte, ich wohne auch ganz hier in der Nähe. Diese ja, Manuskripte nehme ich gerne. Weil ich habe ganz viel Zauberrollen, Manuskripte, ich habe so einen Zaubertisch, Zaubertinte und hast du nicht, du. Alles voll. Ja. So. Das ist genau das, was ich alles brauche. Okay. Immer zurück. Ich bin ganz in der Nähe. Jo. Noch im inneren, nee, im äußeren Ring von der Stadtmauer. Okay. Dann bis die Tag.
Bis dann. Bis dann. So, und wir machen ja fröhlich Leveln erstmal wieder. Dass wir die Skillpunkte haben. Hallo Kai. Na. Na kommt. Jetzt. Oh. Okay. Mal wieder rein. Sind alle eingeschlafen? Nö, das ist immer ruhig. Das ist halt chillig. Es ist so, wie gesagt, heute ist noch mal so ein bisschen. Ich, wie gesagt, ich muss ja, um hier überhaupt was zu erreichen, muss halt erstmal Punkte sammeln und ja. Also ich lerne von Mal zu Mal hier und zwar Pixel, was du. Also weil die Grundmods meistens immer so doch dieselben sind. Ja, dann können wir schon wieder Skillpunkte verteilen. Jetzt brauchen wir 6. Na komm, Bibi. Tada. Das geht. Die Flux hier. Hoffen wir es mal. Wie gesagt, wir haben ja nur noch. Das, was mich halt interessiert, ist wie gesagt hauptsächlich dieser Magiestab. Au. Mann. Dieser Magiestab halt mein Kürbis. Einfach mal, um zu gucken, ob der besser gegen Feinde gewappnet ist. Das Problem ist halt nur, ich habe so ein bisschen Schiss. Ich habe keine Ahnung, mit was man den reparieren könnte, sollte der kaputt gehen. So der Effekt von meinem anderen Schwert hier. So, 6. Mal 7. Oh, mit diesem. Maden hier alle sammeln. Ich hasse Baby-Zombies. Ich hasse besonders die auf Hühnchen sitzen. Mag ich gar nicht. Hier sind die Schlimmsten. Oh, ich bin schon gespannt, wie gesagt, was wir alles mit höheren Skillpunkten. Dann weiß ich nämlich auch, wie wir das beim nächsten Mal dann viel besser angehen können. So, Stück für Stück frimmel ich mich ein. Aber bis ich dann solche tollen Maschinen oder so bauen kann, weiß ich nicht. Ah, ich habe die anderen noch gar nicht begrüßt. Uhu, ihr. Hab. Hat. Ist. Matsch. So. So. So, heute geht's eindrucksmäßig schneller. Und jetzt brauchen wir 8. Bei dem mache ich nur bis 10. Kommt, meine kleinen Schätzchen. Einmal Haschleg, einmal frisch gehacktes Bitter. Okay.
So, wir müssen ja das hier noch brauchen. Ich habe gesehen, durch das andere aufgebraucht, aber das macht ja nichts. Ja, also heute sind ja viele von diesen kleinen. Sechs? Was geht? Lalalala. Kommt, put. Kommt hier. Na komm, put. Ah, Attacke. So, das hat jetzt schon Level 4. Also wie gesagt, das haben wir ja auch gelernt, dass wenn man das hier macht, im Grunde genommen auch seine Waffen upgraden kann. Und seine Klamotten, die man anhat. Ja, nicht das Schlechte. Halt. Und auch wieder Hackfleisch. Autsch, da war ja nur welche. Was auch noch nicht. Das ist ein Kindergarten hier. Ah, okay. Komm mal Level 10. Erstmal was essen. Und was trinken. Nicht vergessen. Dann packen wir Maden in den Rucksack und dann an und haben jetzt noch zwei, die wir machen müssen. Und dann kommt noch Magic dran und Magic. Und Rio-Line ist da. Okay. Also das ist auf jeden Fall gut, und wie gesagt, die haben sich auch gar nicht so weit abgenutzt. Und Level 7. Schlecht. Schadensverringerung. Also es hat schon seinen Sinn. Seinen Sinn und Zweck. Ich finde das gut, dass die Maden auch noch kleine Levelpunkte abgeben. Dann geht das halt ein bisschen schneller hier. Da kommt eine ganze Armada wieder. Sehr schön. Ja, schlaf schön, Kitty. Ein wunderschönes Freitag. Es ist schon fast ein Wochenende. Wir schaffen das. Die nächsten Kanäle. Level 9. Dann noch ein Level und dann haben wir's. Okay.
Autsch! Die sind ganz schön garstig. Aber sonst wäre es ja auch zu einfach. Schauen wir wieder Kindergarten. So, jetzt sind wir hier Level 10. Und gleich wieder ein Skillbuch eintragen. Dann sind wir hier auf 9 und jetzt kommen 10. Dann haben wir Farming auch auf 10. Und dann machen wir das gleiche noch für Magie und dann haben wir endlich ein bisschen Zeit anzuüberlegen, was war. Wie gesagt, mein Ziel ist es ja so den Pumpkin, aber das dauert ja doch einigermaßen ewig. Es würde ja schon reichen, wenn ich im Grunde genommen ja einen guten Bogen machen könnte. Ich könnte ja mal im Inventar gucken. Da Bögen. Hier gibt es so einen Knochenbogen. Den könnten wir schon machen. Ah, wo kriegst du Drachenknochen? Essen. Lassen wir mal Kupfer oder Rio fangen. Doch mal. Aber ich glaube, sowas findet man in den Höhlen. Ich glaube, da müssen wir doch mal in die Höhlen gehen. Wir können ja gleich hier einen Höhlenturm. Schauen wir doch mal, ob wir da irgendwas finden, was wir für diesen Bogen benötigen. Weil ich könnte ihn natürlich auch verzaubern. Aber ich glaube, da fehlen mir die passenden Bücher noch. Nein. Regenbogen. Axt der Top. Hallo. Mann. Der Sachen gibt's gar nicht. Ah. Dann schauen wir gleich. Ich denke mal mit diesem Punkt mal Wesen und Waffen ermöglichen. Ich kann ja mal so getan. Normale Bögen ist da. Ich suche ja immer noch so nach einer ultimativen Waffe. Aber da brauche ich auch schon alleine Magie. Hebel, guck mal. Padmas Piraten. Kanonen, das heißt, man könnte auch ein Schiff bauen. Baublöcke. Richtung. Dann gibt es hier so eine Flöte. Das ist mein Ziel halt. Und ihr sind Sonnengötter. Blasrohr. Aber wo kriege ich das Blasrohr her halt? Ich glaube, das ist auch wieder so ein Artefakt, was ich dann von diesem Sonnenkönig kriege halt. Okay.
Gut, dann haben wir das schon mal voll. Sind wir auch auf 10. Jetzt sind wir bei Magie. Jetzt kommt Magie drauf. Jetzt wird's uns gut. Wir müssen mal überlegen, was wir im Grunde an Klamotten brauchen, damit wir Höhlenturm. Ey, das hört. Was? Wieso Prost? Was trinken die da? Ja, schon mal. Ich glaube, 6 brauchen wir. Jetzt könnte aber mal langsam wieder einer mit dem Rucksack kommen. So, dann schaue ich mal. Wir machen uns mal diese Badewiese. Ah, das ist ja. Wenn ich gesehen. Bei dir? Hello. Okay. Ja, aber ohne Skillpunkte läuft hier leider nichts. Und das ist nämlich echt müßig, wenn man down zu hören kriegt. Das darfst du nicht. Das kannst du nicht kaufen, das kannst du nicht nutzen. Weil da war ja einiges, was ich nicht nutzen konnte, weil ich einfach nicht. Magic. Es wird. Und dann verteilen wir nämlich die Skillpunkte, die wir jetzt in Zukunft kriegen, alle nur noch auf Magie. Damit wir, wie gesagt, da das Ding machen können. Aber die wirklich guten Sachen, wie gesagt, die kriegt man, glaube ich, ab Skill 15, oder? Oh, das kriegen wir. Na komm. Ihr seid heute aber auch ein bisschen müde, kann das sein? Da. Kommen Sie ran. Und dann können wir auch so ein bisschen mit dem Schwimmreifen rumflattern. Das müsste gehen, ihn nicht schwimmen. Oh.
weiß gar nicht, wie viel Nächte ich gemacht habe. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Komm hier. Sieben Wumpa schon. Ja. Noch drei Level, dann haben wir's. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause, dann rüsten wir uns aus so für eine Höhlentour. Machen wir den wieder. Ich guck mal halt, ob ich einen vernünftigen Bogen machen kann. Ich glaube es war noch nicht. Aber ich möchte, wie gesagt, also auf jeden Fall in der Staffel auf jeden Fall schaffen, diesen Sonnengott zu erkennen. Weiß nur noch nicht. Weil der ist relativ stark. Mit seinen Blitze halt und. Blitz. Das ist der Sonnengott. Weil da hilft mir mein Elefant, glaube ich, auch nicht so viel. Ich glaube, wenn er den mit dem Blitz trifft, das ist witzig. Aber da leidet mein Elefant dann doch ziemlich. So, kommt rein hier. Wir wollen heute auch noch mal was machen. Deswegen sage ich mal, wir werden uns an ein Höhlenabenteuer wagen. Heute. Und dann einfach mal gucken, wie so die unterirdischen Höhlen hier. Was auch irgendwie anders ist. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Na kommt. Letzten. Die letzten Level schaffen wir auch noch. Auf jeden Fall, wie gesagt, muss ich einen Bogen mit unten mitnehmen, weil ihr wisst, Krieger und Skelette töten sich einfach auf. Aber ich will einfach mal gucken, ob es da halt diese Knochen gibt. Oder ob es die Knochentatsache zum Beispiel auch nur im Nether gibt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und das Nether habe ich ziemlich unliebsame Erinnerung von Sword Pixel letztens. Das war richtig krass. Dabei sind wir in so einem Gebiet gespawnt, also das war ja nicht auszuhalten. Der Schutz ist ja aus allen Richtungen und unter mir Lava, alles Mögliche angefahren und über mir und rechts und links. Also ich war umzingelt, also ohne Koopa hätte ich das gar nicht überlebt. Das war richtig ätzend. Müssen wir halt mal gucken. Ah, jetzt macht mal hin hier. Wir wollen fertig. Autsch. Klein. So, mal gleich wieder das zusammen. Dann machen wir noch zwei Level und den haben wir es dann. Und jetzt noch einmal 9 und einmal 10 Level, also 19 Level insgesamt und dann haben wir's. Das kriegen wir, das machen wir jetzt in einem Rutsch durch. Und dann gehen wir nach Hause, kleiden uns ein und bereiten eine wunderschöne Höhlentour vor. Da müsste eigentlich die Zeit auch reichen, wie der Server noch anders, weil ihr wisst ja, der ist ja hier ein bisschen zeitlich begrenzt, oder? Fick. Aber man merkt auch deutlich, dass es sehr lange dauert, bis man jetzt zum Beispiel Stufe 8 bei den Klamotten ansteigt. Das dauert.
Es ist oh, also das dauert 1140 Punkte nur. Das auf Level 8 geht. Obwohl die jetzt auch schon haltbarer sind. Also nicht so schnell Schaden mehr. Trotzdem. Könnte noch besser sein, logischerweise. So, kommen sie ran hier. Oh, 6. Sagt 9. Aber das ist immer ganz schön, weil zwischendurch kann ich dann immer ein bisschen Kaffee trinken. Ich hoffe, ihr habt es euch auch chillig gemacht und euch eingemummelt. Auf jeden Fall wird es gleich nochmal spannend. Weil nach der ganzen langweiligen Level-Skill-Farmerei hier brauche ich ein bisschen Action. Ja. Möglichst natürlich bei mir in der Ecke, weil da waren noch nicht so viele. Die meisten sind alle in der anderen Seite oder halt in der Stadt. Und das Stadthaus, wie gesagt, das bauen wir auch noch. Notfalls, da sind viele Häuser, die nicht genutzt werden. Vielleicht organisieren wir uns auch einfach eins. Wo dann die Sachen an. Rahmenladen oder so, à la Bubu. Ja, jetzt mach mal hin. Komm, wir haben es fast fertig. Da. Hallo. Ja, geht's euch gut? Ja. Hoi. Und schon wieder so ein Vieh. Ich mag euch nicht. So einen ekligen Magen hier. So. Ich dachte, wir brauchen 19 Level auf jeden Fall alleine schon, um die restlichen 2 Skillpunkte zu kriegen. Und dann brauche ich natürlich auch noch ein paar Level zum Teleporten. Das kriegen wir auch noch hin. Da kommen schon die nächsten. Also ich glaube, das ist mit den Rucksäcken ein bisschen beschränkt. Aber wie gesagt, wir haben 5 Stück. Alles gut. Passt. Und vor allen Dingen, die könnten wir dann unterwegs dann auch zu großen Craften halten. Craften mit Eisen oder mal schauen, was wir an Materialien haben. Vergrößern kriegen wir mehr unter. Wenn wir Dinge brauchen. So, jetzt brauche ich nochmal 10 Level dazu, bitte. Packen wir die auf, so. Brauchen wir nochmal 9 plus natürlich meine Teleport-Level, die brauche ich auch. Dam. Auf jeden Fall finde ich das mit den ganzen Artefakten, die ich ja gefunden habe. Ich habe ja den Schal, dann habe ich zu Hause auch, also das ist ja auch wie gesagt Glück. Ne? Dann haben wir hier mehr Schaden, also wenn wir mit dem hier rumhauen. Und dann haben wir halt noch den Helium-Flamingo, mit dem wir halt Tatsache rumfahren können. Also Stine kann das richtig gut mittlerweile. Wir müssen das erst noch lernen. Also wie die das so halbwegs funktioniert, habe ich schon raus. Geh weg. Na komm. Hallo? Schaffst du's? Ah, jetzt aber. Komm. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier schon 5, die Hälfte und mal alles. Weil das Problem ist, zum Zaubern bräuchte ich ja auch Level. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich habe auf jeden Fall einen Bogen, glaube ich, und ich habe auch dank Rio ganz viele Pfeile. Ja, hier haben wir noch Eisen. Noch da reinstopfen. Eine Eisenschaufel.
Au! Seid eklig. Weg. Mann, noch mehr von den Vieh. Echt drei an. Ah. Und wieder was essen. Und was trinken. Okay. Ich bin ja schon froh, dass da nicht mehr gebaut wird. Ah, jetzt haben wir es. Auf jeden Fall haben wir schon Stufe 8 von den Klamotten, das ist sehr gut. Kann gar nicht gut genug sein. So, jetzt kommen wir hier durch, kleine Marder. Schon. Also so einige Dinge habe ich jetzt schon durchschaut, also was für euch so alles offensichtlich ist, das bin ich ja am Lernen. Meine Klamotten gehen auch alle jetzt auf 8 hoch, das ist sehr schön. Das passt. Besonders wenn wir in die Höhle wollen halt, ne? Also die sind ja kaum abgenutzt. Daher. War fast. Oh. Autsch. Dieser kleine Gast. Das geht weg. Oh. Den Level habe ich jetzt als Skillpunkt. Okay. Boah, dann haben wir den 11. Okay, dann können wir jetzt Magie auf 10 machen. Sehr schön. Wir haben alles jetzt auf 10. Und dann werden wir ab jetzt alles in Magie reinknallen. Als wir da noch irgendwas anbauen. So, jetzt brauche ich aber auf jeden Fall noch ein bisschen Vorrat, ein bisschen an Leveln, damit ich da halt meine Klamotten mache. Also habe ich jetzt einmal durch, habe ich gesagt. Level noch sammeln zum Teleport. Echt? Kommen wir mal in die Kiste. Okay, wir können Bubu Space. Okay. So. Ich glaube, eine kleine Pflanze hat bestimmt Hunger. Ganz einfach. Hallo. Hallo? Hier ist genügsam hier meine Pflanze. Okay. Gut, okay, dann haben wir das soweit. Jetzt gucken wir mal. Ich hatte ja so einiges, wie gesagt, was ich nicht nutzen kann. Wir haben hier Plünderung. Dann haben wir das ganze Zeug hier. Dann haben wir irgendwelche. Genau, wir haben ja hier einen Bogen. Wir müssen uns aber einen neuen Bogen machen. Und dann nehmen wir uns mal die Pfeile hier alle mit. Ich brauche auf jeden Fall eine andere Waffe. Hier, schaut mal, ne? Magic 25. Die brauche ich halt. Das ist. Bums hat die. So, dann schauen wir mal. Gibt es hier irgendwas, was wir nicht nutzen? Was wir jetzt nutzen? Magic 20. Seht ihr, das ist... Oh. Evocation. Weiß ich nicht, was ich damit anstelle. Ja, da könnte man vielleicht irgendwas machen. Machen erstmal einen Bogen. Und einen Bogen.
Dann schauen wir mal, was haben wir denn? Hinterhalt, Effizienz, Sprungkraft, das Sog, Verbrennung, Durchschuss, Verbrennung, Haltbarkeit, Eisläufer, Rückstoß. Ja, vielleicht ist das etwas, was wir nutzen können. Wir gucken einfach mal. Ich habe auch kein Magit. Also das ist. Hab ein Amboss? Ja, toll. Amboss. Toll. Klasse. Dann kann man das da nicht raufpacken, weil ich brauche Magit. Das funktioniert ja nicht. Wir gucken mal. Blutniedel. Common Horse. Invisibility. Angemord. Was für ein Boden? Wo Bogen bei? Fireball. Wir haben ja auch dieses komische Zauberbuch. Mann, das hier. Ja, und das kann ich nur nutzen, wenn ich Magie 20 habe. Das ist das, was ich meine. Das ist alles irgendwie noch so unsinnig. Oder was mache ich mit dem Kalender? Das ist alles so böhmische Dörfer für mich. Ah, meine ganzen Würmer hier. Okay, wir können ja mal den Rucksack lassen wir mal. Nee, da ist mein Zeug drin. Und noch? Mal kurz. Ui, können wir schon mal. Okay. Die Fäden schmeiße ich mal da rein und das ein. Oder wartet mal. Da habe ich auch noch mal Pfeile drin. In meinen Eimer Wasser. Mein Schlafsack. Dann nehmen wir auch das Bett wieder nach draußen. So, dann schauen wir mal. Die Ohrenstöpsel, die brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, wirklich. Hier ist der andere Bogen, genau. Oh. Und dann brauche ich irgendwie eine vernünftige Waffe. Dafür brauche ich nämlich. Das ist kräftig. Das nehmen wir so als Ersatzwaffe mal. Einmachen. Wasser habe ich. Holz habe ich. Einen Bogen habe ich. Warte mal, hier war doch auch in den Rucksäcken was. Ein Bann ist für das eher. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe keinen Zaubertisch. Da müssen wir zu Stine rüber. Aber der hat Knochen drin. Der hat noch einen Eimer. Da könnten wir dann noch beigehen und Milch holen. Die schon mal wieder zurück. Noch was drin. Und da ist auch nur die Jukebox drin. Da ich habe ja hier einen komplett leeren Rucksack noch. Hier machen wir Milch rein. Wartet mal. Dann nehmen wir mal eine vernünftige Schaufel. Und eine Pickaxe.
Okay, das Zeug mal so mit. Aber meine Klamotten sind relativ gut noch. Fackeln. Wir bräuchten Fackeln. Fackeln. Ja, wir nehmen mal ein Stack mit. Dann nochmal Holz. Den Rest nehmen wir mit das da rein. Das Fackeln. Das Sticks. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Esse ich eine Angel oder irgendwas? Eigentlich die. Ja. The Weir can move freely in water. Naja, wir wollen ja nicht ins Wasser. Armbrust, da habe ich natürlich auch noch. Wir nehmen mal eine Angel mit. Man weiß ja nie. Okay. Gut. Wir haben Schwert, wir haben Pickaxe, wir haben eine Axt, wir haben Bogen, wir haben ganz viele Pfeile. Wir haben genügend Fackeln, wir haben unsere Angel mit, wir haben was zu essen mit und was zu trinken. So, und einen Ofen. Habe ich den Ofen da noch drin? Jetzt muss ich mal gucken. Das ist nämlich wichtig. Haben wir den Ofen da noch drin? Nein, haben wir nicht. Warum brauchen wir denn den? Hier oben. So. Und jetzt die große Frage. Gathering 15, Attack 15. Also ihr seht, meine Diamantensachen kann ich immer noch nicht. Das dauert noch. Jo. Okay, gut. Dann sind wir ausgerüstet. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach ins Abenteuerland. Leg noch nochmal vorher das Bettchen hier an. Gehen dann mal schlafen. Aha, wie bitte. Nacht. So, dann schauen wir mal. Ja, ganz toll. Wir wollen los und es. Ich sag da mal nichts zu. Das ist wieder so richtig. Haben wir eigentlich ein Boot bei? Nein, wir haben kein Boot bei. Wir brauchen ein Boot. Ort. Richtig. Irgendwas vergessen. Ja, viel Spaß da draußen. Danke, Stine, du bist aber auch zu. So, wir werden eigentlich gleich ins Hinterland ziehen. Und, unser Glück hier. Das ist Spinner. Musst du noch treffen. Ah, ja. Geh weg. Treff diese Spinner nicht mehr. Kann ja wohl nicht sein. Oh. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder so ein richtig cooles Pferd. So, jetzt ist die Frage, in welche Richtung fahren. Ah, ich würde sagen, wir fahren wieder in die. Obwohl, da ist ja schon die. Wir fahren einfach jetzt mal hier lang. Und einfach mal, was wir entdecken können. Gesagt, wir wollen in eine Höhle rein und das macht sich bei Blutmond natürlich super klasse. Bin ich überhaupt nicht der Freund von. Nein. Was macht denn der Elefant da oben? Hallo? Kommst du da mal runter? Soll ich dich da mal runterholen? Ja, soll ich? Warte mal. Ja, ich komm schon, ich rette dich. Ja, ich hab's gesehen. Ich komm hoch, ich komm hoch.
Okay, warte, 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 ich hol dich. Ich. Ja, warte mal. Könnt ihr eine Plattform bauen? Was hältst du davon? Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Und nicht auf mich fallen. Nein, du fällst jetzt nicht um. Nicht in mein Boot einsteigen. Nein, da passt du nicht rein. Du kannst da nicht rein. Nein, das geht nicht. Geht nicht. Sag's dir, das geht nicht. Du bist zu dick. Du passt da nicht in mein Boot rein. Nein, du bist da schon. Ich kann mal gucken, wo du an Land gehen kannst. Komm mal mit. Komm mal mit nach vorne hier. Put, put. Guck mal hier. Hier kannst du dann hin. Hoffe ich. Oh, okay. Ah, wir probieren unser Bestes. Ich weiß nicht, was das für ein merkwürdiges Gerät da oben ist. Es ist ein sehr merkwürdiges Gerät. Okay. Das da oben? Eieiei. Ich bin tauchen. Ich bin weg. Ja, immer auf die Kleinen, immer auf die Mütze, immer auf die Mütze. Rettet den Elefanten. Ja, also ich sag's ja, ich rette den armen kleinen Elefanten und was muss ich erleben? Ich werde hier abgenippelt. Ach, egal. Ist wurscht. Es ist doch gerade los. Ja, Baby-Zombies und Spinnen und alle möglichen. Ja, mach mal. Ja, renn mal hinterher, hier so. Genau. Wir rennen ein. Fällt ein. Denkt dran, im Wasser sind Piranhas. Da kann ich nicht so einfach schwimmen, wie ich gerne möchte. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier rum. Warum muss dieses Skelett da jetzt stehen? Weil das ist ja alles kein Problem, wie gesagt. Oh, hier ist was. Au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, au. Okay, wir schwimmen mal auf die andere Seite. Wir machen jetzt Zickzack-Schwimmen hier. Da, jetzt fehlt so die Action-Musik hier. Du. Hallo, Blue Space. Du. Da ist der Elefant. Hallo, Elefant. Hallo, kleiner Elefant. Hallo, hallo. Guck mal, da vorne sind immer noch die Augen. Seht ihr das? Dieses blöde Vieh. Ja, mach das mal tot. Ja, hau dich. Komm, ich hab dir auch geholfen. Geh mal da vorne hin. Mach den mal platt. Guck mal, da sind Augen. Ich will da nicht hin. Ja, ich. Nein, du musst da hin. Du bist viel stärker wie ich. Glaub's nicht. Ja, da. Siehst du da vorne? Da, die Augen da. Doch, du bist viel stärker. Glaub's mir. Glaub an dich. Geh. Doch, geh. OS. Wo ist für mich? Ah, dass man hier schon mit Elefanten diskutieren muss hier. Na komm, put, put. Komm, kriegst du eine Karotte. Eine Karotte? Magst du keine Karotten? Ja, ich habe leider nichts anderes, aber guck mal, die Augen sind da vorne immer noch.
Hey, der geht doch nicht weg. Ich komme nicht in mein Grab. Ah, guck, da sind die Augen. Da mich. Da war's. Ist nicht euer Ernst. Ha, hört ihr die? Das sind diese Sonnenhainis. Er ist ja wohl nicht wahr, oder? Gababi, Gababi, Gababi. Nee, diese... Ja, komm her, ja. Komm. Eieieiei. Hat er noch so ein Zombie hier? Wo kam denn die Patrouille auch immer hin? Die sind ja fast so lästig wie die Pillager. Oh Mann. Oh Gott. Okay. Ich frage mich auf dem Kopf. Okay. Wir tragen mal das Ding hier. Ah. Gubadu, Gubadu. Gubadu. Okay. Gewährt Stärke. Okay, jetzt bin ich ja richtig perfekt. Okay, wir können erstmal was trinken. Jetzt sehe ich ja sehr intelligent aus. Wo ist mein Schwimmreifen? Wartet mal. Ich muss meine anderen Sachen noch. Schwimmreifen anlegen, meinen Handschuh anlegen, meinen Pfahl anlegen. Was? Nö, Hexenhut brauchen wir. Packen wir mal einen Rucksack. Den packen wir auch mal einen Rucksack, das packen. So. Okay, sehe ich jetzt schick aus? Hoffe doch. Jo, schick. Lagadu, Lagadu. Ich komme hier nicht weiter, weil der mein Boot da vorne blockiert. Was machen wir denn jetzt? Na komm. Lass dir mal was einfallen. Es wird auf jeden Fall Tag. Wir müssen noch einen Augenblick warten hier. Dann kommst du mit. Ja, dann versuchen wir da vorne wieder rauszukommen. Ja, das schaffst du. Glaub's nicht. Na, der Heini muss da vorne weg. Der hat mein Boot. Ich hab keine Lust mehr, Neues jetzt. Da. Muss warten, bis die Augen da wechseln. Ah, die Patrouille war cool, eben. Jetzt habe ich endlich die Maske, die ich haben wollte. Yay. Ob ich jetzt als Sonnengott durchgehe? Sieht auch schick aus. Uga da, uga da. Okay. Okay, die Untoten beginnen bereits zu verbrennen. Wir haben Chancen, mein Boot wiederzukriegen. Ja, warte. Du kannst aber auch schon vorgehen. Ich weiß nur nicht, ob der dir was tut. Weiß ich. Nimm mal die Karotten bitte. Ach, jetzt isst du sie doch, oder was? Jetzt, wo ich sie wieder haben will. Ist dein Ernst? Da könnte dieses komische Vieh da hinten mal verschwinden. Hallo, Steven. Ist doch nicht wahr. Mann, ich will den Elefanten hier retten und kann nicht, weil dieser Heini mein Boot blockiert. Ich traue mir den auch nicht anzuschießen. Ach, seht ihr, da sind immer noch die Augen. Was? Also jetzt ist aber mal gut, ja? Aber gut hier. Ich hier von vorne, hinten und rechts und links anzugreifen. Ich glaub, fuck bei euch. Gibt's ja wohl nicht. Aber am Sonntag Geburtstag und bin jetzt krank. Oh, das tut mir leid. Das ist doof. Das ist richtig.
Da hoffe ich mal, dass du am Wochenende wieder gesund bist. Ah, ist dieser Heini jetzt endlich mal da weg? Guck mal, die ganzen Dinger da. Aber er hat leider kein Ding. Ich komme an mein Boot nicht ran. Das kannst du sein hier. Dann müssen wir mal sehen, dass wir irgendwie anders ein Boot. Tut mir leid, Klein. Ja, ich würde dich ja gerne hier rausholen, aber ich kann nicht, weil da vorne dieser komische Augenhaini immer noch lauert. Er hat es auf mich abgesehen jetzt. So, okay. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier irgendwie hochkommen. Geht eine Höhle rein. Ah, ich muss erst mich heilen. Ja, das ist keine Höhle, das ist einfach nur okay. Wieder Angst zu Panik für nichts. Ja, ich will ja, dass du hochkommst. Ich kann nichts dafür, dass der Hein hier uns auflauert. Da oben ist irgendwas anderes noch. Das ist irgendwas Rotes. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist da hinten da. Das da. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt rankommen soll, ohne dass mich diese blöde. Ja, krass. Und das hier irgendwie oben rüber. Ja, da unten hockt der wirklich fest an meinen irgendwas. Ach, das ist so ein Stein. Okay, Elefant, du musst leider alleine irgendwie überleben. Tut mir leid. So, und wir werden uns jetzt erstmal auf die Schnelle ein Boot craften. Warte mal, ich hab hier. Bitte kein Löwe jetzt in der Nähe oder sowas, ja? Das vertrage ich jetzt. Das ist mir zu viel auf. Okay, den Rucksack dahin. Das dahin. Dahin. Und dann brauche ich, habe ich gesagt, brauche ich ein neues Boot. Okay, neues Boot haben wir gemacht. Die bauen wir wieder ab. Okay. Danke fürs Ei. So, nehmen wir gerne. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn ich die jetzt so an. Weiß. Warte mal, ich muss mich mal kurz abkühlen. Dann denke ich mal nur kurz drüber nach, was ich mache. Wir hoffen, dass hier nicht irgendwelche Viecher hier gleich wieder auflauern, die mich hier anknabbern wollen. Ihr wisst ja, die Fische hier, die haben es in sich. So. Also, wir können weiter. Was ist so eine Höhe? Was ist denn das schon wieder? Alter! Eieiei. Eieiei. Was sind denn das für Creeper? Ich. Okay, ist eine Schildkröte. Oh, Panik. Was ist das denn schon wieder? Ich werde ja hier, ich werd paranoid, Leute. Ich drehe jetzt schon sowas am Rad. Jetzt sitze ich im Loch. Okay, das Problem ist, das hat 11. Wir nehmen mal das. Ich muss immer, ich kann keine Fackeln setzen, wenn ich eine Zweihandwaffe habe. Also wir leuchten erstmal aus.
Wir haben genug Fackeln, wir haben genug Essen, wir haben alles und meine Nerven sind auf äußerste angespannt gerade und es ist halt das Problem, aber ich glaube, das Schwert ist auch zweihändig. Das Problem ist, es ist nur fast aufgebraucht. Das ist nicht. Okay, hier ist nichts außer Kohle. Was soll ich denn mit Kohle? Ich brauche keine Kohle. Okay, hier ist Tatsache nichts. Hier ist auch nichts Interessantes, bis auf das Zeug, was wir mitnehmen. Ich hoffe, dass das übrigens jetzt mit der Tonstärke, also mit dem, was ihr hört, wenn ich abbaue, angenehmer ist für euch. Bei Kupfer haben wir gesagt. So, okay. Weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir machen eine Höhlenexkursion. Und jetzt ist die Frage, gehen wir in die Richtung oder gehen wir in die Richtung? Um nach Höhlen zu. Also, ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. Schauen ein. Bitte nicht mehr so eine. Waren ja, wo ist das? Okay. Auch keine Höhle. Wir sollten Höhlen suchen, die nach unten gehen. Er ist verwandelt natürlich sehr heiß. Okay, wir gehen mal in das Bi. Glaube ich, kühler. Ich streue jetzt mal hier so ein bisschen am Rand lang. Vielleicht finden wir sogar wieder so eine fleischfressende Pflanze. Nur noch welche von diesen komischen Krabben. Okay. Ja, schmeiß mich doch hier runter, machst du. Das hier geht so rein. Kommt man da irgendwo hin? Achso, ja, so eine Abkürzung. Das mal nicht, dass ich mich halt abnutze. Okay, da ist dieser eine Friedhof wieder. Ah, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Mehr können wir echt nicht machen. Und hoffen, dass wir irgendwo eine passende oder irgendwas finden, was angenehm. Was wir. Also die Fliegen, wie gesagt, da gibt es diese komischen Maden, die suche ich jetzt aber nicht. Weil wir haben ja, wie gesagt, genügend Land, wo wir hier rumstreuen können. Unter oder durch bei Tür. Da traue ich mich rein. Eine Maske. Was? Ne? Ich die Kiste abbauen. Ja, manche Kisten waren es in sich. Das, genau. Sollte man nicht tun. Ja, okay, wir fahren einfach mal rüber. Andere Seite. Jetzt haben wir mal so ein bisschen Zeit, so diese ganzen kleinen Inselchen hier mal zu erkunden. Hey. Also ich würde gerne meinen. Okay. Das ist ein Tomatenblock. Okay, wir können mal kurz schlafen gehen. Eine Runde schlafen gehen. In der Hoffnung, dass nichts passiert, dass uns keiner auflauert. Keine Seeschlangen, keine sonstigen gefräßigen Viecher. Ich meinen Schlafsack anlegen. So.
ganz nett. Erledige einen Gang. Ja, das haben wir ja. Okay. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch so? Umgebung, allen schönen Dingen. Okay, wir nehmen uns mal jetzt die Insel hier vor und uns an. Und dann können wir nämlich gleich auch mal gucken, so wegen Baustoffen. Also hier gibt es auf jeden Fall Diorit. Ach, Hund, schnarch nicht so laut. Okay, also das ist hier alles mehr oder weniger Savanne. Nicht wirklich so interessant halt. Weil ich wohne ja selber da mehr oder weniger in so einer halben Savanne drin. Habe ich hier keine Höhlen oder sowas entdeckt. Wie gesagt, beim Rüberschwimmen müssen wir auch mal so ein bisschen schnell machen. Lass uns hier nicht die Piranhas kriegen. Rödel, die wird gebissen. So, okay. Schauen wir mal. Die Pflanzen und so, die haben ja auch eine besondere Bedeutung. Das habe ich auch rausgefunden. Weil, wie gesagt, eins nochmal. Wetter ich. Ich höre etwas. Ich weiß nicht, was ich höre. Ja, die hier liegt wieder so ein netter Herr. Okay, Knochen. Eine Höhle. Wir werden schon was finden. Ich bin mir da ziemlich sicher. Aber wir haben ja hier noch nicht alles abgegrast. Einfach mal so systematisch alles ein bisschen abgrasen und schauen, was wir hier. Okay, hier Wasserloch auch nicht brauchen. Bisschen Schnee, das ist aber ganz gut, weil wir die hier nicht überhitzen können. Und Wasserloch. Nix. Weiß. Okay. Besser noch. Okay. Schon wieder diese Faden hier. Geh weg. So. Okay. Gucken wir uns auch erstmal hier oben um. Ja. So, und dann stelle ich am besten hier mal mein Bettchen auf. Damit wir nicht zu weit weg spawnen, falls mir irgendwas passiert. Okay, dann werden wir mal die Sachen alle in den Rucksack packen. So, und das damit sich verloren. Okay, Fackeln kann man noch mal hier auffüllen. Denn gut, können wir jetzt Seite packen. Schlafsack. Ja, Schlafsack lassen wir jetzt auch mal weg. Das. Okay. Gut. Okay, wir sind vorbereitet. Wir werden uns jetzt auf Höhlenexpedition begeben mit meinem Chicken. Hallo, ich habe gehört, dass du komisch bist. Stimmt das? Ah ja, der liebe Dennis wieder.
Herzlich willkommen, lieber Dennis. Ich hoffe, du benimmst dich heute besser, weil sonst weißt du, was das zur Folge hat. Beim nächsten Mal, macht alles weg. So, okay. Wir werden jetzt mal hier und gucken. In der Hoffnung, dass wir hier nicht irgendwas finden. Ja, so mit Augen. Ihr wisst ja, hier gibt es Lebewesen mit Augen. Wasser drin. Kann. Schauen wir uns das erst. Ich glaube, das ist auch Essig. Eine große Höhle sein wird hier. Weil so, dass hier nichts mehr spawnen kann. Okay. Ah, hier. Und da ist auch nichts mehr. Ne, ist ja echt tolle Höhlen hier. Wow. Bin hellauf begeistert. Aber wir können das Zeug hier machen. Das können wir bestimmt später auch mal gebrauchen für irgendetwas. Ja, wir haben nämlich zwischendurch immer ein paar Scherzkicks im Chat, aber wie gesagt, da greife ich dann regelmäßig durch. Diejenigen wissen das auch und wenn sie es halt drauf anlegen. Wie gesagt, kann ich auch. So, okay, dann gehen wir wieder hoch. Den Sinn, jetzt haben wir das so schön vorbereitet. Aber hilft einem alles nicht. Okay, gut, dann hat das hier keinen Sinn. Dann nehmen wir das Bett einfach wieder mit. So. Okay. Ah, dann gehen wir. Achso. Das hier noch mit. Wie gesagt, wir müssen mal rausfinden, was wir mit diesen Blöcken dann anstellen. Weil die haben auch irgendeine Bedeutung für was braucht man. Ich weiß, dass man da auch Barren draus, also so einen komischen Barren draus machen kann. Aber ob man da Waffen oder was draus machen kann, das weiß ich nicht. Das werden wir raus. So, okay, wir können ja hier gleich noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Dann haben wir gleich wieder ein paar Skillpunkte. Weil wir sammeln ja für. Sagt, eventuelle Teleporter müssen wir mal welche haben und damit wir in Magie weiter voranschreiten. Ah, okay. Und das hier alles auch mal in den Rucksack schmeißen. Da, okay. Gut, dann gehen wir hier einfach wieder raus. Haben wir hier noch Eisen? Eisen hier nicht. Nur dieses eine Metall. Da haben wir jetzt genug von. So, suchen wir mal weiter, was wir hier noch finden. Also so wirklich tolle Höhlen habe ich hier auf dem Server, also wo ich rumgekommen bin, noch nicht so wirklich entdeckt. Ich glaube, die waren auch eher alle in der anderen Richtung. Ah, alles gut. So, und das Schöne ist ja, ich habe ja diese Maden, habe ich ja mit. Das heißt, wenn wir ein Kapuzineräffchen, da ist schon wieder gleich fast. Und da ist ein Teddy. Ah, die sieht man immer kaum hier. Das heißt, wenn wir so Kapuzineräffchen dann im Dschungel treffen, können wir das mal ausprobieren, ob der rohe Maden nimmt. Ich denke mal eher rohe anstatt gekochte. Oh. Da, hier sind lauter Krähen, die geben nur Federn. Aber nicht wirklich. Und Teddy möchte ich gerne um die Ecke bringen. So, jetzt kommen wir da schon mal der Sache näher. Das sieht schon mal eher nach etwas aus. Ah, ist wieder so ein Skelett. Das ist nicht dein Ernst mit Rucksack, oder? Weil ihr müsst wissen, ich hab das aus. Alter. So, ich höre die nicht. Das kann auch sein, dass der Rucksack jetzt da unten gebrannt ist. Ich weiß es nicht, der eingetroppt hat. Boah, mich gerade verschreckt hier.
Das Zink brauchst du bei Create. Große Maschinen werden daraus gemacht. Oh, okay. Okay, also, ich würde vorschlagen, wir machen uns hier mal auf den Weg nach unten. Immer die Wasserrutschi. Und schauen mal halt schnell runter. Und stellen mal unser Bettchen hier auf. Das ist sicher. Sicher, ist sicher. Okay. Okay. Keine Panik, ganz in Ruhe. Beleuchten das Ganze hier mal so ein bisschen. Man weiß nie. Okay, hier gibt es dann so ein komisches Gedöns. Hallo? Oh, jetzt bin ich mal mutig, traue mich in so eine Höhle rein und dann ist da nichts. Sand, voll Sand. Es gibt Sand. Wow. Sand und Kohle. Und so a quest begins. Craft a wayyard. Kompass and find outwear. Oh, okay. Die machen ja ein Ding nach dem anderen. Schaut mal, ich komme gar nicht mehr. Arkan. Na ja, gut, dann verlassen wir die ungastliche Höhle hier wieder. Hier gibt es nichts. Da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Anfangen schöne Höhle, aber nichts Interessantes. Wir nehmen mal den auf. So, okay. Mal bei der Höhle. Ah, selbe im Grün eigentlich, nur unter Wasser. Habe ich nicht Bock drauf. Okay, der Wufi geht schon schlafen. Okay, jetzt haben wir hier den Dschungel, das ist schon mal gut. Okay. Wir haben ja vor, auch mal zu gucken, ob Kapuzineräffchen. Autsch. Hat mich denn jetzt schon wieder an attackiert? Das ist ja schlimm. Man sieht nicht mal, was einen angreift hier. So, wir gehen mal kurz hier hin. Dann wollte ich mal kurz die Würmer rausholen. So habe ich den Prüf. Okay, wir nehmen mal kurz den Rucksack und dann holen wir mal einfach mal ein paar Würmer raus. Einfach nur, um das mal denn spaßeshalber auszutesten. Ist dann ist. Oh, die Knochen kann man da wieder reinschmeißen. Das packen wir. Die Würmchen nehme ich mal hier hin. Okay. Gut, dann schauen wir mal, weil irgendwo leben hier, wie gesagt, diese Kapuzineräffchen. Ja. Waren hier so zwischen Dschungel und Savanne und so. Und will aber keine Melone. Keine Melone. Und hier gibt es diese fleischfressenden Pflanzen. Übrigens ist das eine super Rare-Pflanze, habe ich gelesen. Also die findet man Tatsache nicht so oft. Das heißt, ich habe echt Glück gehabt, dass ich die gefunden habe. Also bis jetzt hat die auch keiner. Okay, ich höre. Hat was gut. Ja, ich höre euch. Aber wo? Ah, hallo? Ich hätte ein paar Würmchen. Möchte jemand ein paar Würmchen essen? Wo seid ihr denn? Kleine Äffchen. Bäumen. Ruf, ich höre doch hier. Wo steckt ihr?
ist so doof zu laufen, dieser Dschungel. Okay, wir schauen einfach. Ja, dunkel. Es gibt so oft. Okay, da vorne sind Ameisen. Ready? Ameisenbau. Weiß gar nicht. Ameisen, wie gesagt, weiß ich, dass man die irgendwie mit Zucker oder so füttern kann. Ich weiß aber nicht, was ich mit Ameisen unbedingt. Es ist mir noch nicht so. Ja, ja, gleich alle auf einmal. Ist klar. Ist klar. Ja, mich auch. Mhm. Ja. Sag ich auch. Jeden Tag. So, jetzt lass mich hier mal durch. Oh, hallo Creeper. Ei, ei. Ist hier. Ei, ei. Mann, Mann, Mann. Habe ich jetzt Zeit zu essen? Kann ich jetzt essen? Oder irgendwo und da kommt schon der nächste. Verlass mich doch. Ja, ja, mach Bumbo und schmetter mich von dann. Ich will auch nur mein Brötchen essen. Brötchen essen. Mach mal Brötchen. Nein, ich will keine Fackeln hinstellen. Ich will ein Brötchen. Oh. Mann, Mann. So viel Melonenzeugs hier. Okay, hier am Wasser sind wir sicherer. Naja, nicht wirklich. Ziemlich nass hier, aber zumindest mehr Übersicht. Oh Mann. Okay. Lass mal wieder aufladen. Ja, ich habe, wie gesagt, diese Äffchen habe ich gehört, aber ich habe leider keins entdecken können. Dann suchen wir mal weiter. Okay, hier drüben ist auf jeden Fall unbekanntes Land. Ich mal ganz rüber. Wir denken uns einfach, die Piranhas weg. Hat funktioniert. Hallo Schweinchen. Schweinchen. Brauche ich hier eigentlich gerade Nacht? Ob ja. Oh, da gibt es wieder die netten Feen, die klauen. Den sollten wir nicht begegnen. Also Rio hat mich aufgeklärt, man sollte den Feen möglichst nicht begegnen. Sonst schlimmer wie Ellie. Ellies klauen ja nicht, Ellies sammeln ein. Also, das ist ein ganzes Team doch. Hm. Na ja, ich... Mal was von oben essen. Wir suchen uns. In den Hof. Sicher. Was im Phantom. Da sind sie. Lass mich ja in Ruhe. Ihr habt beim letzten Mal schon hier noch geklaut. Ah, hier ist wieder so ein Kopfüberskelett mit Keksen. Oh, lecker. Sehr schön. Ich müsste mal noch mal so ein tolles Schwert finden. Ja, das finde ich richtig. Da vorne auch schon wieder viel. Hier sind kleine Waschbären. Hallo Waschbären. Hey, ihr klaut wenigstens nicht. Aber ihr bettelt immer nur. Guck mal, was passiert, wenn ich. Ja. Musst du waschen gehen hier. Okay. Also da vorne sind auch schon wieder diese Feen. Ich bräuchte jetzt irgendwie mal wirklich was. Was ist. Okay, hier wohnen die anscheinend. Lasst ja meine Items. Ja, mal ganz ehrlich. Weiß nicht, was ich gerade gefunden habe.
Heiden auch mal was zu. Also so wirklich kann ich mit denen noch nichts anfangen. Nicht auch ganz ehrlich. Das muss ich noch ausfinden. Ah ja, und die dann Creeper. Hallo, kabum. Am besten explodiert ihr immer, dann seid ihr gleich hin. Okay, hier steht eine Werkbank. Warum? Und steht. Weiß ich nicht. Da ist Sand. Also wirklich nie. Auch nix. Oh jo. Da wohnen wieder solche Feen, die scheinen ja aber relativ häufig. Gott, nee. Das ist eine ganze Stadt. Das würde mich echt mal interessieren. Kai, kennst du dich mit diesen Feen hier aus? Fälligerweise. Oder kannst du das irgendwie mal rausfinden? Ich weiß, dass einige klauen, das weiß ich. Aber andere droppen dann auch Dinge. Aber ich will die jetzt nicht unbedingt tot machen. Wer weiß, was die mit mir dann machen. Da, Hummer und so habe ich hier auch noch nicht. Bären hier. Oh, oh. Das würde mich echt mal interessieren. Bären, was das auf sich hat. Ich weiß ja, Kai ist immer ganz viel. Was? Ah, da sind fliegende Fische. Ah, das Problem ist, wie gesagt, ich würde gerne hier angeln. Wisst ihr, was wir machen? Wir stellen hier einfach mal so ein Bettchen. Hat die mir jetzt gerade was geklaut? Hast du mir gerade was geklaut? Ich schwör dir. Aha. Okay, hat die was gedrückt? Dann nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es. Doch, Feenstaub. Wenn man die tot macht, kriegt man Feenstaub. Okay. Also das haben wir jetzt schon mal rausgefunden. Alter, mein Herz. Mit den fliegenden Fischen kannst du Schuhe machen. Ah, okay. Wenn ich die töte, ne? Oh mein Gott, ey, lass mich doch mal irgendwas in Ruhe machen. Es kommt immer irgendwas hier. Okay. Oh Mann. Natürlich. Ist so fliegender Fisch? War wirklich kackdreist schnell. Und ich fliege auch. Guck mal. Yay! Blub. Eier Safari. Okay, hier haben wir noch einen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier bei Regen und Wasser herumgeistern. Wenn ich jetzt meinen Schwimmreifen um...
nicht, dass hier irgendwas dann um mich auflauert, was ich hier überhaupt nicht kennenlernen möchte. Ja, ich kann auch so schießen. Ja, ne? Auch so habe ich permanent das Gefühl, die unter Verfolgung. Okay, da lauert mich eine Spinne auf. Klopp. Es könnte ruhig mal wieder Tag werden. Ja, nett. Oh, das ist kalt. Okay. So. Welche zwei Sorten sind von diesem? Halt nur aufpassen, wie. Oh, okay, hier ist der ganze Strand schon bevölkert. Oh, sind die schnell. Ich will doch nur mein Boot aus dem Inventar holen. Ah. Ja, da bin ich am sichersten. So, okay. Was ist das? Das ist schon wieder so eine Sirene da hinten, oder? Würde mal interessieren, ob wir die aus der Entfernung treffen. Ja, tun wir. Ja, rumhüpft. Ja, komm. Autsch. Au. Ich schon wieder hier. Gewehen. Ja. Ja, Creeper, komm. Von hier sind weg. Irgendwie. Wenn die andere blöde Kuh. Muss hier irgendwo noch sein.
Das Hygiene nicht zugrunde. Also erstmal auch okay. Busse da kriegen. Ne? Hier oben. Ich finde den Effekt sehr schön. Alles in rosa. Ich habe übrigens manchmal das Privileg hier, also um es euch mal zu erklären, also es kann mal passieren, dass so ein Effekt einfach bleibt. Das heißt, ich muss dann kurz aufgehen, damit der Effekt weggeht. Weil hier ist ja eigentlich keine Sirene mehr in der Nähe. Ach. Okay. Anscheinend nicht. War ein Piranha. Toll. Klasse. Ich will mein Boot und mich frisst Piranha. Okay, wir fahren jetzt einfach erstmal von dann. Okay. Wir sind aus dem Effektbereich raus. Sehr schön. Okay, jetzt mal gucken. Geht der Effekt wieder an, wenn wir hier lang fahren. Eigentlich dürfte er nicht angehen, weil ich ja die Sirenen eigentlich umgebracht habe. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt irgendwas gedroppt kann. Ich? Okay, na gut. Haben nichts gemacht. Okay, wir fahren einfach mal weiter. Mal. Auch so finden. Irgendwann kommt eh die World Bowler. Bei den fliegenden Fischen, genau. Bei den Schuhe machen. Okay, das werden wir dann mal ausprobieren. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir hier noch so an Möglichkeiten finden. Es gibt ja doch so viele Ecken, wo bin ich fahren. Da, okay. Lass mal was essen. Und dann können wir ja mal gucken, wenn mir die Schuhe eigentlich jetzt. Oh, meine Maske gibt. Ich kann ja mal gucken mit den komischen fliegenden Fischen. Sechs Stück haben wir. Die da schon. Was mit? Vielleicht nur in Verbindung von Leder oder so. Ich weiß. So viele Sachen, die man machen kann. Ey, ich bin überfordert. Also anscheinend kann ich damit noch nichts anfangen. Ich weiß auch. Werden wir noch rausfinden rechtzeitig. Okay, wir gehen dann mal weiter. Hütchen habe ich mit. Okay. Dann, Hütchen. Auf geht's. Weiter geht's. Wir schauen einfach, was wir hier noch so finden. Weil hier waren wir auch noch nicht und es gibt so viele Ecken, wie gesagt, wo wir. War mindestens übrigens mindestens 11 Skillpunkte, um meine Magie höher zu spielen. Okay, hier gibt es zumindest schon mal eine Höhle. Ja, mal vorsichtig.
rein. Du. Wieder. Ich glaube, hier gibt es nur Unterwasserhöhlen. Da bin ich gerne rein. Sag ich so. Und ich hätte gerne eure Eier mal so gedroppt. Faule Eier hätte ich gerne mal. Ich möchte auch einen Drachen. Droppen ja keine Eier. Hab, glaube ich, einmal habe ich hier irgendwelche faulen Eier gefunden. Okay, hier vorne gibt's Pillager. Die schaffe ich aber bestimmt. Okay, Server wird beendet. Jetzt schon ist 23 Uhr. Oi. Okay, dann, ja. Sapralot. Okay. Gut, dann sage ich mal Tschüss. Die Zeit verging viel zu schnell wieder. Und wir sehen uns morgen wieder auf dem Community-Server. Bis dahin alles Gute und gute Nacht. Tschüss, eure Bubu.